Hatschi! Hatschi! Oh, entschuldige bitte. Scheint so, als hätte ich mir den Babyvirus eingefangen. Hey, schau mich nicht so an. Wissenschaftler haben bestätigt, dass Schwangerschaft ansteckend ist. Nun, in den USA muss 2010 etwas passiert sein. Denn dann erreichten die Schwangerschaftszahlen mit 6,2 Millionen werdenden Müttern ihren Höchststand. Also was könnte diesen plötzlichen und unerwarteten Babyboom verursacht haben? Nun, eine Studie der American Sociological Association aus dem Jahr 2014 legt nahe, dass eine Schwangerschaft tatsächlich ansteckend sein kann. Aber nur auf psychologischer Ebene. Über einen Zeitraum von 10 Jahren befragten und studierten die Forscher 1720 Frauen, um herauszufinden, welche Verbindung zwischen engen Freundschaften, die bereits in der Schule entstehen, und dem Wunsch, ein Kind zu bekommen, besteht. Am Ende bekam die Hälfte der Frauen Kinder und sie gaben zu, dass ihre Entscheidung zum Teil auf der Tatsache beruhte, dass ihre Freundinnen bereits eine Geburt hatten. Wenn du darüber nachdenkst, sind die Ergebnisse dieser Studie gar nicht so seltsam. Schließlich sind Menschen soziale Wesen. Deshalb haben unsere Umwelt und unsere zwischenmenschlichen Interaktionen einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wenn eine Frau eine schwangere Freundin sieht, kann sie leicht eine unbewusste Botschaft erhalten, dass Schwangerschaft eine gute Sache ist. Sonst hätte ihre Freundin es nicht getan, oder? Einige andere Faktoren kommen auch ins Spiel, welche die Fruchtbarkeitsabsichten einer Frau beeinflussen können. Es ist kein Geheimnis, dass die Betreuung eines Babys alles andere als einfach ist. Ich weiß, der Preis für die größte Untertreibung geht an... Wie auch immer, es ist extrem anspruchsvoll, so viele Verpflichtungen auf einmal zu bewältigen. Füge viele schlaflose Nächte hinzu und du bekommst eine Idee davon. Aber wenn eine Frau sieht, dass ihre Freundin ihr Leben mit einem Kind gut geschaukelt und sie dabei viel zurückbekommt, dann stärkt das ihr Vertrauen und ihr Interesse an ihren eigenen Erziehungsfähigkeiten. Aber Freunde können nicht nur beeinflussen, ob und wann sich eine Frau für ein Baby entscheidet, sondern auch, wie viele Kinder sie hat. Ein Bericht aus dem Jahr 2014 im Journal Demographic Research besagt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Freundschaft und Geburtenraten gibt. Es kann mit den gleichen Gründen erklärt werden. Wenn die Freundin einer Frau mit 3 Kindern den Alltag als Mutter gekonnt meistert, dann wird sie das Gefühl haben, dass sie es auch kann. Außerdem wünschen sich viele, dass die eigenen Kinder mit den Kindern der Freunde spielen gehen. Überraschenderweise tritt diese ansteckende Schwangerschaft bei den Geschwistern nicht auf. Einige Wissenschaftler führen es darauf zurück, dass Menschen eine stärkere emotionale Bindung zu ihren Freunden haben als zu ihren Geschwistern. Das heißt, unsere Freunde spielen eine bedeutendere Rolle in unserem Leben als unsere Brüder oder Schwestern, besonders als Erwachsene. Das alles bedeutet also, dass die Chance einer Frau, schwanger zu werden, mit jeder Freundin, die ein Baby bekommt, steigen. Und wenn sie dann wirklich schwanger wird, steht dem Körper eine 9-monatige Reise voller faszinierender Veränderungen bevor. Zum Beispiel... 1. Das Schwangerschaftshirn kann sich einstellen. Hast du schon mal von Mamnesia gehört? Einige Frauen erleben während der Schwangerschaft eine ständige Zerstreutheit. Sie neigen dazu, Dinge zu vergessen und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Eine Studie ergab, dass etwa 80% der werdenden Mütter eine Beeinträchtigung des Gedächtnisses erleben. Aber was diese Gedächtnislücken verursacht, bleibt unbekannt. Einige Forscher glauben, dass es an hormonellen Veränderungen liegen könnte oder weil sich eine Frau während der Schwangerschaft gestresst fühlt. Naheliegend wäre, dass sie sich Sorgen macht, wie drastisch ihr Leben sich nach der Geburt des Babys verändern wird. Ja, sie hat eine Menge zu bedenken. 2. Ihr Herz wird größer. Man könnte denken, dass wenn eine Frau schwanger wird, nur ihr Bauch größer wird. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ihr Herz wird auch größer, weil das Blutvolumen um bis zu 50% steigt, um dem Baby genügend sauerstoffreiches Blut zu liefern. Das Herz muss all das zusätzliche Blut durch den Körper pumpen, was bedeutet, dass die Arbeit verdoppelt wird. Und ohne eine Vergrößerung wäre das einfach unmöglich. Aber nicht nur ihr Herz und ihr Bauch werden größer. 3. Ihre Füße können wachsen. Eine werdende Mutter hat eine perfekte Ausrede, um auf eine Schuheinkauftour zu gehen. Denn nicht selten werden ihre normalen Schuhe zu klein. Es geschieht wegen eines Hormons namens Relaxin, das während der Schwangerschaft produziert wird. Seine Hauptaufgabe ist es, die Beckengelenke für die Geburt flexibler zu machen. Aber es lockert auch die Gelenke im ganzen Körper. Deshalb kann ein Fuß, der mehr als 30 Gelenke hat, wohlgemerkt, bis zu einer ganzen Schuhgröße größer werden. Manchmal können auch Gewichtszunahme oder Schwellungen dazu beitragen. 4. Ihre Stimme kann sich verändern. Ob du es glaubst oder nicht, all diese Hormone, die auf eine Schwangere einwirken, können auch die Stimme einer Frau verändern. Ein Anstieg des Östrogen- und Progesteronspiegels kann zu einer Schwellung der Stimmbänder führen.
Deshalb gehen höhere Töne verloren und eine schwangere Frau bekommt teilweise eine tiefere Stimme. Es kann auch daher kommen, dass die Körperflüssigkeiten deutlich zunehmen und dadurch schwingen die Stimmbänder langsamer als bisher. Darüber hinaus bewirkt die Schwangerschaft eine Verschiebung von Becken, Rücken und Brust, was sich auf die Haltung einer Frau auswirken kann. Dies kann wiederum dazu führen, dass sie im letzten Trimester Schwierigkeiten beim Singen hat. Nein, nicht beim Sitzen, sondern beim Singen. Ziemlich faszinierend, oder? 5. Die Schwangerschaft kann länger als 9 Monate dauern. Wenn all diese Veränderungen nicht anstrengend genug wären, wollt ihr das Beste wissen? Sie können länger andauern als die 9 Monate, die wir alle mit einer Schwangerschaft in Verbindung bringen. Normalerweise dauert eine Schwangerschaft 280 Tage oder etwa 9 Monate. Und nur 4% der Frauen gebären danach ein Kind. Die meisten Frauen gebären in der Regel innerhalb von 10 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin. Aber einige von ihnen können ihre Neugeborenen viel länger tragen. Es gibt Fälle von 10 oder sogar 11-monatigen Schwangerschaften. Und die längste Zeit, in der eine Frau schwanger war, sind 375 Tage. Vereinfacht gesagt sind das 1 Jahr und 10 Tage. Ich schätze, einige Brötchen brauchen etwas mehr Zeit im Ofen. 6. Der Geruchssinn nimmt zu. Meistens werden die Sinne einer schwangeren Frau viel schärfer, in etwa wie bei einer Superheldin. Das ist besonders beim Geruchssinn der Fall. Es könnte alles sein, von Essen und Trinken bis hin zum Duft eines anderen Menschen. Eine Schwangere nimmt es meist viel stärker wahr als andere. Unangenehme Gerüche können viel intensiver werden als zuvor und die Gerüche, die eine zukünftige Mutter einmal mochte, widerstreben ihr plötzlich. Aber andere Düfte werden viel angenehmer. Also es ist nicht alles schlecht. Es ist immer noch nicht ganz klar, warum dies geschieht, aber einige Experten glauben, dass die Fähigkeiten der werdenden Mutter, Umweltgefahren für ihr Baby zu erkennen, verbessert werden, wie zum Beispiel unsichere oder verdorbene Lebensmittel zu identifizieren. Apropos Essen. 7. Bizarre Gelüste. Wie wäre es mit scharfer Soße auf einem Löffel Erdnussbutter? Ja, die meisten Leute würden diese Kombination nicht attraktiv finden, aber eine schwangere Frau könnte genau das wollen. Hormone können auch Veränderungen in ihrem Geschmackssinn verursachen. Und deshalb beginnt sie Heißhungerattacken zu haben, die für andere seltsam erscheinen mögen. Für die meisten Frauen ist der Drang, eine bestimmte Nahrung zu essen, so stark, dass sie ihn einfach nicht abschütteln können und sie nachgeben müssen. Einige Experten mutmaßen, dass dies eine Möglichkeit für den Körper ist, das zu bekommen, was er braucht. Zum Beispiel, wenn eine schwangere Frau nach viel rotem Fleisch sehnt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass sie einen Eisenmangel hat. 8. Der Partner kann auch Symptome einer Schwangerschaft verspüren. Ja, genau richtig gehört. Der Partner einer werdenden Mutter oder sogar einer engen Freundin oder einer Verwandten kann auch an Gewicht zunehmen, morgens Übelkeit verspüren und während ihrer Schwangerschaft Rückenschmerzen haben. Dies wird das Couvadet-Syndrom oder Parallelschwangerschaft bezeichnet. Wissenschaftler können sich nicht einigen, was die Ursachen sind. Aber die logischste Erklärung liegt in der menschlichen Fähigkeit, einfühlsam zu sein. Die Partner oder Nahestehenden, die sehr unterstützend und fürsorglich sind, fühlen sich so emotional in die Schwangerschaft eingebunden und verbringen so viel Zeit mit der zukünftigen Mutter, dass es ihren Körper dazu bringt, die gleichen Veränderungen nachzuahmen. Es ist auch eine Möglichkeit für Partner, eine Bindung zum Baby zu entwickeln. Aber sobald die Frau das Kind zur Welt bringt, verschwinden all die Symptome, die ihr Partner normalerweise hatte. Bleibt also stark, ihr werdenden Mütter, Väter, Großeltern, besten Freunde, Nachbarn und alle anderen, die sich um eine ansteckende Schwangere kümmern. Also, wie viele Kinder würdest du gerne oder hast du haben? Wenn du überhaupt Kinder willst, zögere nicht, es unten in den Kommentaren mitzuteilen. Denke daran, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, es mit deinen Freunden zu teilen. Hey, anscheinend teilen sie ihren Babyvirus mit dir. Und klicke auf den Abonnieren-Button, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.